Grüß euch Leideln. Wir möchten euch heute begrüßen zu unserem neuen Osmose-Video. Unter Osmose versteht man die einseitige Ausbreitung eines Stoffes durch eine semipermeable Membran. Halt! Semipermeabel? Was ist denn das? Semipermeabel heißt übersetzt halbdurchlässig. Deshalb zeichnet sich eine semipermeable Membran dadurch aus, dass sie nur für bestimmte Stoffe durchlässig ist. Was kann die Membran der Zelle immer passieren? Die darin gelösten Stoffe, wie zum Beispiel Zucker oder Salz, kommen jedoch nicht durch. Jetzt passt auf! Der Osmose zugrunde liegt das Bestreben der Teilchen, einen Konzentrationsausgleich zwischen Innen- und Außenraum der Membran zu schaffen. Deshalb fließt das Wasser immer vom Ort des höheren Wasserpotentials in Richtung des niedrigeren Wasserpotentials. Der Druckunterschied zwischen den beiden Membranseiten nennt man auch den osmotischen Druck. So, jetzt sehe ich noch einmal alle wichtigen Begriffe bezüglich der Osmose. Wir hoffen, es hat euch taugt. Deshalb möchten wir uns noch mit dem Grüß euch verabschieden.